Jetzt haben wir viel geredet über die zwei Toro Rosso-Piloten, über den Max Verstappen. Was kommt dahinter nach? Zum Beispiel, wer uns ganz besonders interessiert, aus deutschsprachiger Sicht natürlich der Lukas Auer. Lukas Auer ist nicht mehr bei uns im Kader. Das hat ganz einfache Gründe. Der Lukas kam nach Japan. Ich muss sagen, es war ein neues Team, die haben ihre Probleme gehabt, hat sich aber dann gesteigert, hat glaube ich ein oder zwei Podiums gehabt. Und dann war die Überlegung, der ist so weit von den 40 Punkten entfernt, dass das zusammen mit seinem Alter für die Formel 1 ein zu langwieriges Experiment gewesen wäre. Und auf der anderen Seite kann er mit Tourenwagen oder DTM, ja, weiß nicht, ob schon offiziell ist, wo er fahren wird, aber dort verdient er gutes Geld. Und also wir sind guten Einvernehmen, er versucht da in Japan, dass er einige Super-GT-Rennen fährt. Also da geht eine andere Schiene. Und nochmals, Motorsport ist ja nicht nur Formel 1. Wenn jemand seinen Sport, sein Hobby ausüben kann auf hohem Niveau und noch Geld verdient, weit mehr, also gut, beim Auer vielleicht nicht, weil die haben ja eine erfolgreiche Spedition, aber die meisten verdienen deutlich mehr, als sie je in ihrem zivilen Beruf erreichen könnten.